Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider mit dem Maiko, das bin ich, und dem alten Kaffeeonkel und der Lara natürlich. Und wir müssen zu Alex, der ist auf der Endurance und steckt vielleicht in Schwierigkeiten, wir wissen es nicht. So genau, vermisst, erreichen Sie das Wrack der Endurance, jawohl, rüber da. Sehr schön, oder auch nicht schön, das wissen wir noch nicht so genau. Okay. Damit komme ich nicht weit. Probieren wir es damit. Oh. Verdammt, das kann ich noch nicht. Okay, wie wär's damit? Auch eine Idee. Rüber. Jiha! Zack. Jawoll. Das kann sie noch nicht. Und da liegen wieder Bücher rum. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Das würde mich auch beunruhigen. Okay. Wer immer die Bücher auch da immer rumliegen lässt. Liegt da schon seit 300 Jahren oder so, keine Ahnung. Komme ich da irgendwie hoch? Ich habe doch da vorher irgendwas gesehen. Ich würde da gerne schon irgendwie hochkommen. Warte mal, da lang. Darüber. Da hoch. Jawohl. Mitnehmen. Komm schon. Jawohl. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Falscher Knopf. Ah ja. Okay, dann wollen wir mal. Na, dann mal wieder da durch. Sehr schön. Oder auch nicht schön. Na? Na komm, Lara. Also, warte mal. So, das mit dem Fuß da, linker Fuß, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus, als könnte das wehtun. Das solltest du vielleicht mal zum Orthopäden gehen. Das sieht so komisch aus. Ich weiß immer nicht. Na, okay. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Na klar. Die Schweinepriester. Gut. Ja, das bringt mir nichts. Ich gehe hier hin zum Speichern. Sehr schön. Also, dann haben wir definitiv gespeichert und wir müssen darüber, glaube ich. Jawohl. Nice. Alter. Jawohl. Sehr schön. Hoch da. Hoch da. Kleine Kletterpartie. Jawohl. Nice. Und hoch da. Danke. Und rüber. Was für ein Bunker. Ja, schön. Rüber. Oh, oh. Alter. Und da zittert wieder das Bild. Ich weiß nicht, was das ist. Naja, irgendwie spinnt das Spiel manchmal. Also am Rechner kann es eigentlich ja nicht liegen. Leistung hat er genug. i7-Prozessor. Ja, ist jetzt nicht der Obershit, aber trotzdem. i7-Prozessor. 3,4, 3,6 GHz, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Also von dem her. Ne, 28 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Also das sollte man doch. Auch wenn man jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand ist, doch einigermaßen klarkommen. Grafikkarte kann ich euch gerade leider nicht sagen. Okay. Okay. Oh oh. Oh oh. Arschgesicht. Na komm her. Leg dich hin. Sehr schön. Aber wir haben letzte Woche schon alle tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadion? Okay. Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Nicht? Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. Gute Nacht. Was geht da oben im Palast wohl vor? Sehr schön, da sind noch ein paar. Scheiße, Mann. Gibt's ein Problem, dann bist du. Da hinten ist noch einer. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas. Nein. Bruder, komm her. Ruhig sein. Halt den Mund. Und? Na komm, komm. Jawohl. Finden Sie ein Lager später. Okay.
Kann ich die auch noch heimlich ausschalten? Oh oh. Oh oh. Moment, er klemmt! Scheiße! Und jetzt? Dieser Job ist scheiße. Ja, Bruder. Kannst du laut sagen. Ich bin nicht dein Scheißbruder! Fuck! Das alles an. Wir werden diese ganze nutzlose Scheiße reißen uns den Arsch auf. Wofür? Warte mal. Teil! Scheiß Sonnenkönigin! Weißt du was? Shit! Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Hilft mir mal einer! Kommt runter! Mann! Na, wo ist der hin? Du Arsch! Na, oh oh, komm her! Hör mal in den Rücken beim Bücken hier! Okay, eine Granate rein! So! Nein! Komm schon! Ja, natürlich ist die bewaffnet, was glaubst du denn? Aua, aua! Wow, wow, wow! Den habe ich nicht kommen sehen! Den habe ich nicht kommen sehen! Verdammt! Mhm. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. So, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen, nehme ich an. Jawohl. Okay, du zuerst. Ciao. Sehr schön. Dann den da oben. Komm her. Kleiner Mann. Gute Nacht. Da oben müssten ja auch noch welche rumspringen. Wo auch immer. Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da, guck mal. Moment, er klemmt. Komm's! Okay. Die Party geht los. Ciao. Runter. Komm schon. Leg dich hin. Fuck. Voll verfehlt. Nein. Ich halte euch auf. Rüber! Okay. Dafür haben wir keine Muni. Mitnehmen. Granaten. Hoch da. Nice. Mitnehmen. In Deckung. Sehr schön. Wo sind die Penner da? Guck mal hier. Leg dich hin. Arschgesicht. Da ist auch noch einer. Fuck. Komm schon. Arschloch. Da ist auch noch einer. Fuck! Alter, geht's noch? Hör mal, geht's noch eigentlich? Okay. Ja, 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 ja. Gut. Okay. Nummer 1. Tschüss. So. Na, Nummer 2. Sehr schön. Wir müssen uns an denen am besten vorbeischleichen. Das wäre eigentlich eine geile Nummer. Darüber. Okay. Kommen wir da ungesehen hoch? Mitnehmen. Mitnehmen. Deckung. Da ist auch noch so ein Arsch. Gute Nacht. Wie lange müssen wir denn noch? Da hinten ist noch einer. Was ist da unten los? Nichts. Alles in Ordnung? Ja, ja. Alles besten. Nein. Jetzt nur den Generator bitte wieder in Bewegung. Okay. Zurück an die Arbeit. Gute Nacht. Scheiße. Nö, nö. So. Echt? Du glaubst ja gar nicht. Komm schon, du Arschgesicht. Komm schon! Arschkeks! Arsch! Wuhuhu! Junge, Junge, Junge! Junge, 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 Junge! Junge, Junge, Junge! Ey, ich häng hier fest! Keine Ahnung! Alter! Nix da! Ja, komm her, du Sackfresse, du Elende! Verpiss dich! Halt die Schnauze, du auch hinlegen! Fresse halten! Alter! Geht's noch? Bams, so. Shit. Ja, ist sie? Na, guck mal. Lass stecken, du Arsch. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Hinlegen! Shit! Shit, da hat's ein paar Granaten. Nimm sie mit. Komm schon. Auf die Schrot. Alter,
Weg da! Junge! Shit, komm schon! Komm schon! Komm schon, Arschgesicht! Ja, ja, genau, scheiße, kannst du laut sagen, verpiss dich! Alter! Hoch da! Ja, boah, die haben mich hier voll runtergesprengt, die Arschgesichter! Rüber! Runter! Ah, ah, da ist auch noch ein Schild, oder? Hi! Nix da! Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen! Ah, fuck! Sie nimmt's halt nicht mit! Komm, nimm das mit! Nimm irgendwas mit! Hi! Ciao! Na komm! Was willst du denn? Gute Nacht! Arschgesicht, so! Was ist jetzt? Junge, 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 geht's hier schon wieder ab, ey! Alter! Granaten sind voll! Naja, 32 Schuss ist jetzt auch nicht gerade das Mega-Gedingse. Das ist auch nicht so übermäßig, aber hier sammeln wir mal ein. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Muni zusammen vielleicht. Jawohl, und hier noch? Ne, den habe ich schon. Gut, kann ich hier noch was einsammeln? Ne. Okay, da hinten hat es noch Munition. Mitnehmen. Mitnehmen. Schrot ist voll. Sehr schön. Auch voll. Sehr nice. Und da haben wir auch noch was. Kann ich das mitnehmen? Auch voll. Schrotmunition. Was haben wir hier? Mitnehmen. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Jawohl. Okay. Gut, gehen wir weiter. Oh oh. Hi! Arsch! Ja? Dann warte mal ab. Arsch! Na, komm mal her. Penner, lade nach. Aha. Hey, du hast noch was. Komm her. Leg dich hin. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Jawoll. Arschgesicht mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Mitnehmen. Mitnehmen. Geh ich erstmal auf die Schrot. Na? Wow, 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 wow. Wo denn? Von wo? Mitnehmen. Von wo? Von wo kam das? Ja, von da. Hey. Ja, ich hol dich, du Arsch. Schieß dich doch. Geht's? Alter, geht's noch? Arsch. Jawohl. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ja, ja, Waffenmodifizierung ist ja gut. Alter, wie viel Munition haben wir noch? Oh, auch nicht mehr so viel. Verdammt. Was haben wir hier noch? Okay, hier können wir noch was mitnehmen. Jawohl, hier nicht. Ja, das sah ein bisschen komisch aus hier. Nee, kann ich das eigentlich aufsprengen? Nee. Okay, gut. Weiter. Halt die Schnauze. Arsch. Arsch. Ja, sag ich doch. Verdammt. Verflucht. Alter. Da stecken. Arschgesicht. Oha. Dreckspinner! Da ist auch noch einer. Fuck! Arsch! Arschgesicht! Runter! Komm schon! Rauf! Jawohl! Nochmal einer! Verdammt mich! Aua, 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 aua! Aua, Rückzug, Rückzug! Alter!
Rückzug, Rückzug, Lara, Rückzug, erhol dich. Verdammt. Okay, kann ich von unten was ausrichten? Hier habe ich Munition. Schrot. Penner. Warte mal, da unten habe ich auch noch was. Das will ich auch noch mitnehmen. Ja, ja. Ich hatte eine Waffe, du Arschgesicht. Guck mal. Aua! So. Nee, machst. Aua! Weg! Alter! Arschgesicht! Okay. Ich will den looten. Ich will den looten. Sehr schön. Rüber. Sehr schön. Okay, hoch da. Ey, 13 Schuss, willst du mich verarschen? Ja, ich kann nichts nachladen, weil ich nichts zum Nachladen habe. Verdammt. Okay, wo sind die Penner? Arschgesicht. So. Gut. Oh oh, rüber da. Deckung. Wo ist der? Da, guck mal an. Der Penner. Kopfschuss, nice. Jawohl, und rüber da. Hoch da, komm schon. Bams. Sackfresse. Elende. Alter. Rüber. So eine. Na, da liegt auch noch was. Ich sehe noch was. Egal. Ich gehe jetzt nicht zurück. Wo muss ich hin? Ich glaube da, oder? Ja, hoch da. Nice. Voll die Penner, ey. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Das würde ich auch mal gern wissen. Na gut. Runter. Was haben wir hier? Bisschen Tomaten. Und hier? Ein Sekret. Geprägt im Jahr Meiji 6. Mhm. Also 1873. Nice. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Hm. Ja, na gut. Was auch immer. Ich will's nicht wissen. Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Nochmal Tomaten mitnehmen. Alles. Hoch da. Geht nicht. Schade. Und noch ein Büchlein. Ja. Die könnten fast schon nervig sein. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau. Sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Na toll. Super. Naja. Hoffentlich überlebst du das, Alex. Ja, meine lieben Freunde, die Aufmerksamkeit hat Alex erregt. Laras Aufmerksamkeit hat er erregt. Ja, und wo Alex steckt, ob wir zu den Endurings gelangen können, in welchen Schwierigkeiten Alex steckt, wir werden es herausfinden, meine Freunde. In der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider mit dem Maiko, das bin ich, dem alten Kaffeeonkel und der Lara natürlich. Und ich hoffe auch mit dir. Nächstes Mal wieder einschalten. Bitte, danke, gerne. Und wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo, falls du es nicht schon abonniert hast, ein Like. Oder einen Kommentar schreiben. Wie auch immer. Bis dahin. Have a nice day. Ciao, ciao.